Zum Thema die Suche nach dem Sinn des Lebens, viel Spaß, alles Gute, Christian Esterbeck. Und dann schaust du zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Vielleicht hat es jemand erkannt, so singt Christina Stürmer in ihrem Lied, was wirklich bleibt. Und jetzt stehe ich hier und frage mich, was bleibt mir, was bleibt uns wirklich? Was haben wir Menschen von unserem Leben? Wie können wir es nutzen? Was ist der Sinn des Lebens? Zeit ist ein Schlagwort unseres modernen Lebens und verfolgt uns in unserem Alltag, wohin wir gehen. Jeder 2014 geborene Österreicher hat eine Lebenserwartung von mehr als 79 Jahren und jede Österreicherin sogar fast 84 Jahre. Das ergibt einen Durchschnitt von ungefähr 82 Jahren. 82 Jahre, das sind fast 1000 Monate, fast 30.000 Tage und exakt 2.586.000.000 Sekunden, die wir geplant auf der Erde leben. Was sollen wir mit dieser Zeit anfangen? Beginnen wir unsere Suche nach dem Sinn des menschlichen Lebens dort, wo auch das menschliche Leben selbst begann. Seinen Ursprung hat der Homo sapiens, der intelligente Mensch, also viele tausend Jahre vor Christus. Irgendwo in der Steinzeit besteht das Leben des Menschen aus genau einer wichtigen Sache, dem Überleben. Der Mensch versteht bereits, dass er ohne das Jagen von Tieren, das Sammeln von Kräutern und Beeren und das Zeugen von Nachkommen früher oder später aussterben wird. Und nun könnte man sich denken, dass unser Leben eben einen Sinn hat, das Überleben. Aber welcher Sinn sollte denn dahinter stecken, wenn wir Menschen uns nur darum kümmern sollen, auf keinen Fall auszusterben? Das denkt sich der Mensch selbst auch und deshalb entwickelt er sich weiter und holt sich immer wieder neue Tätigkeiten, Hobbys und Zeitvertreibe. Zunächst entwickeln sich auf der Erde Religionen, die damit beginnen, dass der Mensch mit geheimnisvollen Riten, mit Göttern oder dem Jenseits kommuniziert. Daneben entdeckt der Mensch in seiner Entwicklung weitere Möglichkeiten. Das Feuer und die Landwirtschaft. Er wird sesshaft, beginnt Häuser und ganze Dörfer zu bauen und kann nun ein viel geordneteres Leben führen als zuvor. Doch ihm wird wieder langweilig und er sucht sich eine neue Herausforderung. Er beginnt sich mit Statuen, Palästen oder sogar Pyramiden zu verewigen. Immer schneller, höher und weiter vollzieht sich diese Entwicklung. Der Mensch kann nun beobachten, dass andere Menschen etwas anderes machen als seine Gruppe. Sie bauen andere Bauwerke, beten andere Götter an. Und dadurch wird der Mensch ein wenig neidisch. Und weil der Mensch den anderen Gruppen natürlich klar machen muss, dass er selbst richtig baut, richtig denkt, richtig betet, beginnt er Kriege zu führen, um der anderen Gruppe zu zeigen, wer die Nase vorne hat. Und Kriege und Konflikte dauern bis heute an. Nach all diesen zahlreichen Entwicklungsschritten sind wir in der Gegenwart angekommen. Der moderne westliche Mensch hat längst erkannt, dass Geld und Besitz, kurz Kapital, alleine nicht glücklich machen. Dafür sind sie gar nicht geschaffen. Ein ständiger Kampf gegeneinander, ein ständiges Streben nach mehr, das verhilft dem Menschen höchstens zu mehr Anstrengung. Immer wieder wird dem Menschen geraten, das Kleine zu begutachten, das Glück abseits des Alltäglichen zu finden. Das Wort, das den Arbeitsmarkt mittlerweile beherrscht, ist die sogenannte Work-Life-Balance, die jeder fordert. Es gerät in den Hintergrund, wie viel man verdient und welchen tollen Managerberuf man machen kann. Neben dem Geld ist eine zweite Größe viel wichtiger geworden: die Zeit. Vielleicht ist das die richtige Lösung. Der annehmbare Sinn des Lebens. Aber ist es gut, immer nur nach mehr Zeit zu streben, mehr zu wollen? Immer in die Zukunft zu denken, wo man noch mehr Zeit herholen könnte, wo man stattdessen andere Dinge einsparen könnte. Das klingt wieder einer Jagd nach mehr Kapital, nach einer Jagd nach Zeitkapital.
Vielleicht ist der einzig wahre Sinn des Lebens, dass es keinen gibt. Nichts. Es gibt keinen Sinn im Leben. Und genau das ist das, was das Leben lebenswert macht. Egal wie viel Geld oder Zeit wir zur Verfügung haben, wir sollten uns nicht auf eine ständige Suche, auf eine ständige Jagd, auf eine ständige Hatz nach etwas tiefgründig, nach etwas Sinnvollem stürzen. Warum genau wir Menschen auf genau dieser Erde leben, vielleicht gibt es keinen Sinn, keinen Grund, sondern es ist einfach so. Es hat sich so ergeben. Vielleicht sind wir einfach nur da, um da zu sein, ohne Grund und ohne Ziel. Wir sollten die Gegenwart genießen und voll auskosten, was wir gerade tun. Und dann kann es uns auch egal sein, wie viele Sekunden, Tage, Wochen oder Jahre uns noch bleiben. Ein Leben ist ein Geschenk und gleichzeitig auch eine Chance. Genauso wenig, wie wir uns über ein überraschendes Geburtstagsgeschenk aufregen, sollten wir auch unser Leben nicht hinterfragen, sondern es einfach in jedem Moment richtig genießen. Und wenn wir dann zurückschauen, wissen wir, dass wirklich etwas geblieben ist.